Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Review hier bei Gamers Gear. Und heute, ich habe das schon ewig in meinem Schrank liegen gehabt und heute möchte ich euch mal erzählen, wie gut doch denn das Gaming-Headset von Microsoft ist, das Xbox Wireless-Headset für eure Xbox-Konsolen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, der Lieferumfang ist ja wirklich sehr angenehm gehalten. Wenn wir die Verpackung öffnen, haben wir das Xbox-Headset direkt am Start. Und wenn wir dann die weiße Mittelkonsole rausnehmen, verbirgt sich nochmal ein USB-A auf USB-C Ladekabel, um das Headset zu laden und nochmal ein bisschen Papierkram. Das komplette Headset ist hier auch im Design von der Xbox, bedeutet also, wir haben hier an der Seite der Ohrmuscheln diese grünen Akzente und natürlich auch das Xbox-Logo hier vorne auf der Ohrmuschel drauf gebrandet. Das Headset, finde ich persönlich, ist super clean gehalten und bringt richtig coole Features mit. Daher können wir auch die Ohrmuscheln drehen, um auf der rechten Seite hier zum Beispiel die Lautstärke einzustellen und auf der linken Seite den Game und Chat-Mix einzustellen. Also wie laut soll der Party-Chat sein und wie laut der Game-Sound. Dabei hat man hier auch ein haptisches Feedback in der Mitte, so dass man das gut ausbalancieren kann. Ansonsten knopftechnisch haben wir nicht viel an dem Headset, bis auf den grünen On-Off-Button hier und den Button zum Mikrofon muten. An der rechten Seite haben wir hier nochmal einen USB-C-Slot, um natürlich dann das Headset zu laden oder mit einem passenden USB-C-Kabel am Handy oder auch am Windows-PC nutzen zu können. Was mir designtechnisch persönlich nicht so sehr gefällt, ist das Mikrofon. Ich meine, es lässt sich gut ausklappen und hier in sämtliche Positionen bringen, aber irgendwie hängt es nur an der Seite und ja, verstecken kann man es auch nicht wirklich und das ist designtechnisch, finde ich persönlich, nicht gut gelungen. Da wäre vielleicht ein abnehmbares Mikrofon zum Beispiel eine bessere Möglichkeit oder ein anderes Design, um das Mikrofon komplett zu verstecken. Vom Material und von der Verarbeitung finde ich das Headset auch nicht so optimal gelungen. Es ist so ein bisschen klapprig, ein bisschen flimsig und das bei 99 Euro erwarte ich da schon mal ein bisschen mehr Qualität. Das komplette Headset besteht ja aus Kunststoff und ja, mir fehlen da so ein bisschen die Aluminiumelemente, obwohl im Kopfbügel komplett Stahl verbaut ist, hat man da auf eine Kunststoffverkleidung gesetzt. Ich meine, es sieht zwar clean aus, aber auch irgendwie nicht so hochwertig. Ja, die Ohrpolster und auch der Kopfbügel sind ja aus PU-Leder und relativ weich. Also selbst nach mehreren Stunden hat man hier ein wirklich sehr angenehmes Tragegefühl und einen angenehmen Komfort. Was mir auch aufgefallen ist, dass man dadurch eine wunderschöne passive Abschirmung hat, dadurch, dass die Ohrmuscheln relativ groß sind und sich dann komplett umschließen. Also es dichtet ordentlich ab und man kann richtig ins Gaming-Erlebnis sozusagen eintauchen. Was mir hier bei dem Headset so ein bisschen Sorge bereitet, ist die Einstellung der Größe, weil das geht relativ schwer und man muss es vor dem Aufsetzen nochmal korrekt einstellen, weil man kann es hier, wie man sieht, mit zwei Fingern nur ganz schwer rein und wieder rausdrücken. Da braucht man auf jeden Fall beide Hände. Ich meine, das bleibt dann auch in der Position, aber irgendwie ist es vom Einstellen her ein bisschen schwierig und nicht so gut gelungen. Zum Kragenkomfort kann ich sagen, das Headset ist relativ schwer für sich einzustellen, weil die Ohrmuscheln eben nicht so flexibel sind und dadurch drückt das ab und an mal so ein bisschen am Kopf, aber wenn man das dann wirklich richtig eingestellt hat, dann hat man auch stundenlang Spaß und dann ist das auch angenehm. Aber an den Punkt erstmal zu kommen, ist schon schwierig. Dadurch, dass man die Bügel relativ weit ausziehen kann, ist das Headset auch geeignet für große Köpfe. Also da hat man hier wirklich keine wirklichen Grenzen, es sei denn, man ist der übelste Hühne. Aber ansonsten passt es. Wenn man es sich richtig eingestellt hat, ist es echt super. Reden wir aber mal über den Sound, was ihr hier wirklich heraussticht an dem Headset. Wir haben hier 40 mm Treiber verbaut und die Möglichkeit, das Headset über Stereo sowohl auch als Dolby Atmos zu verwenden. Das heißt, es ist auch Surround Sound kompatibel und es funktioniert über Bluetooth mit deiner Xbox, mit den neuen Xboxen, also Xbox Series X, Xbox Series S und sogar mit deiner Xbox One, alternativ mit Kabel auch am PC bzw. am Smartphone. Wenn ihr sogar einen Bluetooth 4.2 oder besser Dongle zu Hause habt, könnt ihr das sogar wireless bzw. also
per Bluetooth am Windows-PC verwenden und das ist schon richtig nice. Wir haben die Möglichkeit hier durch diese passive Abstimmung sich wirklich auf das Sounderlebnis einzulassen und das merkt man auch. Also Microsoft hat hier wirklich schön die Sounds abgemischt, man hat starke Bässe, der wirklich präsent ist. Die Mitten und Höhen sind da relativ angenehm, es sei denn, man dreht das Headset richtig auf. Da kann es passieren, dass die Höhen mal ein bisschen spitz sind, aber trotzdem auch bei großen Lautstärken kann man wirklich noch den Sound differenzieren. Und das finde ich richtig nice. Was mich persönlich richtig gut überrascht hat, ist das Dolby Atmos, dieser Surround Sound. Selbst bei Forza Horizon oder bei Destiny 2 konnte man sich richtig auf die Szenerie einlassen und auch den Umgebungssound wirklich wahrnehmen. Und man hat wirklich die Geräusche um sich herum gehabt und es war einfach ein richtig gutes Gaming-Erlebnis, ein richtig cooles Gefühl. Und das soll schon was heißen. Denn wie ihr wisst, bin ich ja nicht so ein Fan von Surround Sound. Aber das Headset bringt es hier wirklich auf den Punkt. Was mir auch aufgefallen ist, was ich persönlich ganz interessant finde, ist, dass man das Headset sowohl mit der Xbox als auch mit dem PC gleichzeitig verbinden kann. Das ist mir aufgefallen, als ich das Headset eigentlich am PC verwenden wollte, habe es dann angeschaltet, um es zu verbinden und automatisch öffnete sich bzw. startete sich auch die Xbox und ich habe beiden Sound auf dem Headset gehört. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber das finde ich eine coole Alternative, um vielleicht über den PC nebenbei mal den Voice Chat offen zu haben wie Discord oder Teamspeak und nebenbei an der Konsole zu zocken. Also das ist schon mal ganz cool. Ansonsten von der Akkulaufzeit werden hier 15 Stunden angegeben. Auf die 15 Stunden bin ich nicht ganz gekommen, aber so mit 12 bis 13 Stunden unter Dauerlast kann man hier schon sagen, das Headset ist völlig von der Akkuleistung her in Ordnung und man kann es dann auch schnell innerhalb von 1 bis 2 Stunden wieder vollladen. Also da gehen auch nochmal Props raus, gefällt mir richtig gut. Was mich aber an dem Headset ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen, ist das Mikrofon. Also wie ihr hört, das Headset-Mikrofon ist halt komplette Katastrophe. Also es hat großes Hintergrundrauschen, die Qualität ist nicht besser als jedes andere 5-Euro-Gaming-Headset, was man irgendwo sich kaufen kann. Von daher ganz großen Minuspunkt. Ich meine, ich hatte schon andere teurere Headsets, die auch eine schlechte Mikroqualität haben. Ich weiß nicht, was da bei der Entwicklung falsch läuft oder wie die Prioritäten gesetzt sind. Ich kann es mir beim Headset denken, definitiv auf dem Sound, weil der ist richtig nice. Aber das Mikrofon hat auf jeden Fall den Test nicht bestanden. Ja, Fazit zu dem Headset. Für 99 Euro ist das schon ein ordentliches Headset. Ich finde es von der Verarbeitung könnte besser sein. Vom Mikrofon Katastrophe, aber der Sound, Leute, ist wirklich insane. Also das hat mir an dem Headset persönlich am besten gefallen. Der Tragekomfort ist bei richtiger Einstellung völlig in Ordnung. Also das, ich meine, in der 99 Euro Preiskategorie gibt es halt schon viele Konkurrenten, aber das Headset übertrifft mit dem Sound definitiv einige in der Kategorie und deswegen kann ich euch das auch wärmstens ans Herz legen. Xbox Wireless Gaming Headset ist auf jeden Fall jetzt an meiner Xbox mit dran und ja, ich werde es weiter verwenden und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie eure Gedanken zu dem Gaming-Headset sind, ob ihr das cool findet oder nicht. Und ansonsten Like und Abo dalassen, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. In dem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video und tschüss.